Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ja, bestimmt habt ihr mich schon voll vermisst, gell? Also ich euch auch, definitiv. Aber die letzten Tage, da war ich zum einen busy und zum anderen habe ich ganz, ganz, ganz viel Heilarbeit gemacht. Und genau jetzt, in diesem Moment, komme ich gerade ja, aus meiner ganz persönlichen Heilarbeit raus. Oh Gott, wie renne ich denn hier überhaupt schon wieder rum? Jetzt, Mutter Anna, es fängt schon wieder gut an, gell? Aber Hauptsache, ich bin da, stimmt's? Also, es ist alles gerichtet. Es ist angerichtet. Ich wollte ein bisschen mit euch Karten legen und ich freue mich total mit euch auf die Raben. Ja, ihr habt mich bestimmt schon vermisst. Genau, ich habe euch auch vermisst, aber dann hat sich alles ständig verschoben und ich wollte eigentlich heute Vormittag schon eine Legung gemacht haben. Aus Vormittag wurde dann der Plan, es wird wohl Nachmittag werden und nachmittags war es dann so, dass klar war, es wird wohl Abend werden. Ja. Zu später Stunde bin ich jetzt nämlich da. Das Video werdet ihr wahrscheinlich frühestens so 22:30 haben. Und ich mache dann gleich noch eins, wenn ich jetzt hier schon mal dran sitze. Also wenn es flippt, ne, dann mache ich gleich noch ein Video. Und ich wollte jetzt mal bei uns selbst anfangen. Also in dieser Kartenlegung darf es jetzt um dich gehen. Und zwar, was geht ab? Ne? Worum geht es hier überhaupt? Ja, was liegt hinter dir, vor dir, deine Stärken, deine Schwächen und, und. Kurzum, wir legen einen Feenring. Ich finde ihn immer total aufschlussreich. Und da schauen wir mal. Jeder schaut natürlich auf sein Thema. Ich gebe einfach nur das durch, was bei mir reinkommt, weil ich kenne ja euer Thema nicht. Ne? Also entweder du gehst in Resonanz oder dem ist nicht so. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil du hast hier keine Waschmaschine gekauft. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Es ist eine allgemeine Legung. Das ist ein freies Geben meinerseits, es ist ein Geschenk, betrachte es so und wenn du das Geschenk nicht haben möchtest, ja, dann kann man dir halt nicht helfen, gell? Also kleiner Scherz am Rande, nee, dann darfst du natürlich gerne sagen, liebe Jonanda, heute bin ich nicht dabei, ne? Und dann ziehst du ganz einfach weiter und guckst, ob im Gasthaus nebenan, keine Ahnung, die Vorspeise besser schmeckt, ne? Also auf jeden Fall, es gibt jetzt hier... nee, wir machen ja ein Dessert. Ne? Schließlich geht es um uns. Es gibt jetzt hier das, es gibt jetzt hier das absolute Dessert. Nee, Dessert? Dessert ist ja der Nachtisch. Nee, der Hauptgang. Ihr wisst schon, das Hauptmenü. Jawohl. Also eine größere Sache. Nicht nur so ein Nachtisch. So ein Nachtisch da. Nachtisch, ein Sahnehäubchen, da haben wir genug die Last mit. Gell? Manche nennen ihn Siggi. Um den geht es jetzt mal nicht. Ne? Jetzt geht es mal schön hier um dich selbst. Also, schön, dass du wieder da bist, hier bist und mit uns bist. Und ich begrüße natürlich auch alle neuen Zuschauer und bedanke mich aus ganzem Herzen bei allen neuen Abonnenten und natürlich bei allen, die mir ganz liebevolle Wertschätzungen auf verschiedenen Wegen zukommen lassen. Ihr seid einfach nur toll. Und ihr habt mich schon echt oft zu Freudentränchen gerührt. Es ist echt so. Und ja, danke, dass es euch gibt. Und mit dieser Legung gebe ich jetzt was in Rückfluss. Ne? Dann hatte ich eine interessante Zuschauerfrage. Es ist ja so, ne, ich mache ja hier das ganze Georgel immer übers Handy. Ihr wisst ja, das Jonanda und die Technik. Ne? Da prallen ja nicht nur zwei Welten aufeinander, sondern zwei Universen, kann man ja schon fast sagen. Ne? Und mit der Technik habe ich es ja so gar nicht. Und ich mache ja alles über mein Handy und habe auch irgendwie mein Handy immer da bei mir. Das ist schon fast an mich dran gewachsen. Eigentlich ist es schlimm, aber es ist nun mal so, weil ich bin auch den ganzen Tag am Kommunizieren und auch in Projektarbeit und hin und her. Und ja, ich bin ganz einfach dienstlich auch darauf angewiesen. So, auf jeden Fall ist ein Kommentar aufgeploppt, weil manche Kommentare, die erscheinen dann direkt bei mir im Display. Aber nicht alle. Manchmal kriege ich Kommentare angezeigt und das war so ein ganz lieber Kommentar. Da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, liebe Jonanda, ich habe gesehen, du hast noch nicht alle Herzchen verteilt. Deswegen bin ich in der Hoffnung, dass du meinen Kommentar noch liest. Ist es denn möglich, dass ein Seelenverwandter oder ein Seelenpartner, wie hat sie es denn geschrieben? Ich glaube, sie hat geschrieben, Seelenverwandter, auch ein Baum sein kann. Ne? Und sie hat geschrieben, sie hat, ja, seit sie unsere Community schaut, ne, ich sage ja immer unsere Community, für mich gibt es nur unser uns, ne, hat sie ihr Bewusstsein total erweitert, also auch auf die Tier- und Pflanzenwelt. Und sie nimmt die Dinge ganz anders wahr und sie hat einen Baum, dem sie innigst verbunden ist.
Und hat eben diese Frage, kann das sein, dass das ja eine Seelenverwandtschaft ist? So, jetzt kommt das jonandische Antwort, ne? Warum denn nicht? Wenn dein Herz dir das sagt und wenn du es so fühlst, na, dann also bin ich der Meinung, hat niemand das Recht zu sagen, nein, eine Seelenverwandtschaft ist nur unter Menschen möglich. Das würde ja das All-Eins-Sein ausschließen. Also wenn dein Herz es so fühlt, dass du dich diesem Baum so verbunden fühlst und der gibt dir so viel und es tut dir so gut, den zu umarmen und du spürst da das Band, ne? Du spürst da das Band. Warum denn nicht? Ich bin jemand, grundsätzlich, ich lasse die Menschen in ihrer Wahrnehmung, weil jede Wahrheit ist wahr. Und Menschen haben ja immer die Angewohnheit, die Dinge zu bewerten, einzuschränken, zu begrenzen und Dinge auszuschließen vom Verstand her. Das ist ja alles Verstand, ne? Das ist alles Verstand. Aber du bist ja grenzenlos und du bist pure Liebe wie der Baum. Und wenn du mit dem Baum eine Resonanz verspürst und du hast das Gefühl, das ist ein Seelenband zwischen uns, dann ist das so. Und dann lass dir das bloß von niemandem kleinreden. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Das All-Eins-Sein schließt alles ein und nichts aus. Und so wie du es wahrnimmst und wie dein Herz mit dir spricht und wie deine Seele fliert, ne? Das ist ja so ein Flirren, kennt ihr das, wenn die Seele fliert? Wenn du spürst, da ist was, das ist mit dir und das ist wie so ein Flirren. Und das ist vielleicht die Wellenlänge dann ganz einfach. Warum soll man die nicht mit einem Baum haben? Ne? Also das wollte ich jetzt unbedingt nochmal reingeben und da darf wirklich jeder ganz bei sich bleiben. Und es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die haben wahnsinnig viel Wissen. Manche haben Wissen, manche sind in der Weisheit. Ne? Hat mir hier doch auch jemand geschrieben, das fand ich echt so wundervoll. Weisheit kann man nicht lernen. Ne? Also Weisheit erhält man, wenn man weise wird. Wie wird man denn weise? Vielleicht durch Lebenserfahrung. Ne? Das ist also auch, ja, nur, also ich könnte jetzt hier stundenlang mit euch smalltalken, aber ich finde, es muss halt auch mal sein. Wie wird man weise? Vielleicht durch Lebenserfahrung und indem man etwas erfüllt. Und Wissen kannst du dir ohne Ende draufpacken. Ne? Also das kannst du dir aneignen. Aber wenn du etwas nicht verkörperst oder nicht fühlst, dann kannst du es immer nur theoretisch weitergeben. Aber wenn du etwas weitergibst, wofür du brennst, ja, dann erreichst du damit andere und der Funke springt ganz einfach über. Ja. Wie komme ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, Fakt ist ja eins, ne? Also wir Menschen wissen eigentlich nichts, wir alle nicht. Und ja, die das von sich denken vielleicht, dass sie alles wissen oder die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, da gibt's ja wieder die besten Sprüche, gell? Die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ne? Also solche gibt es ja auch. Tja, was wissen sie wirklich, ja? Oder was können sie wirklich fühlen? Und ich denke halt immer, nicht nur der Geist geht voraus, sondern auch der bescheidene Geist. Ne? Und wenn man sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann gebe ich ja den Raum frei für alles das, was meine Seele erfahren und erfüllen möchte. Und dann kann ich weise werden. Ja, das war es jetzt mal meinerseits und schon geht's los. Also ich hoffe, dass ich diese Frage beantworten konnte. Kann denn ein Baumfreund ein Seelenverwandter sein? So. Jetzt aber, ne? Jetzt geht es aber mal hier mit dem Crow-Tarot, geht es jetzt mal hier schön ans Eingemachte. Ne? So, jetzt geht es nämlich mal hier schön um dich, Baby oder Schätzelein. Ne? Ich begrüße natürlich auch alle männlichen Zuschauer. Ich bin ja ganz glückselig, dass die Männer in ihre Weiblichkeit gehen. Das Spirituelle, eine Spiritualität ist ja unglaublich weich und weiblich fließend und zum Glück ist ja alles in uns. Ne? Also die kosmischen Gesetze, wer die lebt und versteht, der weiß ja, dass in jedem Mann auch eine Frau steckt. Ne?
Und umgekehrt. Also auch wir Frauen können unglaublich männlich sein. Ja, zum Beispiel, wenn ich mir ein Bier aufmache, gell, da fühle ich mich halt schon wie so ein Mann. Ja, vielleicht auch am dritten Bier, keine Ahnung. Ach, jetzt fange ich an und werde schon wieder lower, ne? Gut, so, jetzt wollen wir erstmal wissen, worum geht es denn hier überhaupt? Nee, wenn ich das Bier mit dem Schraubenzieher aufmache, gell? Es gab ja mal eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich das unbedingt können. Ja, und dann hatte ich es auch gelernt. Also ich bin in der Lage, die Bierflasche zu öffnen wie ein Mann. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Oder so mit dem Feuerzeug, gell? So, zack, Kante unten abgebrochen. Ups, hier haben wir unser Thema. Schauen wir mal. Ach ja, die Karte, die haben wir doch auch in der letzten Zeit öfters. Jetzt guckt euch das an. Die vier der Kelche. So, darum geht es bei dir. Es geht jetzt hier um dich. Folgendermaßen. Es geht jetzt hier um dich. Jetzt kann es natürlich auch sein, du schaust die Legung und sagst, also eigentlich passt das auf jemanden, auf mein Gegenüber. Das will ich euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Ne? Also ich rede jetzt so, als ob es um dich geht. Ne? Und wenn du aber merkst, tatsächlich geht es um mein Gegenüber, es geht um Klaus Dieter, ne? dann nimm es einfach an. Okay? Ich rede jetzt so, als ob es um dich geht. Du bekommst hier einen Kelch gereicht. Und ich muss schon sagen, also hier in diesem Tarot-Deck, ne, in dem Crow-Tarot, bei MJ Cullinane im Übrigen, ihr findet alle meine verwendeten Kartendecks in der Infobox, im Crow-Tarot guckt der auch hin. Also der Rabenvogel ist clever genug, um den Kelch zu sehen, der ihm da gereicht wird. Jetzt kannst du dir überlegen, ja, wo wird dir denn gerade ein Kelch gereicht? Wo hat dir denn jemand was zu geben? Hier sind ja drei Kelche schon da. Klassische Deutung ist ja der Kelch 4, das ist so die Karte von Unzufriedenheit und Verdruss. Ne? So, will ich nicht, habe ich schon, brauche ich nicht, gebe ich mir nicht, habe ich keinen Bock drauf, voll zu anstrengend, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Also ist eigentlich so die Karte von Verdruss und dass man den Kelch, den man da gereicht bekommt, überhaupt nicht sehen kann. Weil man einfach unzufrieden auf die drei Kelche klotzt, die einem nicht passen. Das ist ja so die ursprüngliche Kelch 4. Hier jedoch hat der Rabe den Kelch gesehen. Das ist ja deutlich. Ne? Das heißt, er hat drei Kelche und die stehen auch alle. Keiner ist umgefallen. Ne? Und was haben wir hier noch? Haben wir noch einen Baum? Der Rabe nämlich, der sitzt auf einem Ast. Tatsächlich ist das so. Das heißt, er kommt ja dem Kelch, der ihm hier gereicht wird, schon fast ein Stück entgegen. Ne? Also vermutlich ist er schon hochgeflattert, weil er gemerkt hat, oha, da oben tut sich was, da bricht der Himmel auf und da wird mir ein Kelch gereicht. Ne? Dann ist er auf den Ast geflattert und inspiziert das Ganze ganz genau. Wer die Rabenvögel kennt, ne? Und die Rabenfreunde, ich hatte ja mal einige Jahre die Ehre, immer mal wieder einen zu päbbeln, ne? Und dann die Freiheit zu entlassen. Die sind echt stinkneugierig. Die wollen alles ganz genau wissen. Und ich habe immer gesagt, die Rabenfreunde, die werfen einen Blick. Ne, so oh, ne? So mit halbem Auge müssen die nochmal so einen Blick werfen. Die wollen ja bloß nicht verpassen. Und genauso geht es dem hier auch. Der hat gemerkt, hier kommt was auf mich zu und hat schon mal seine Schwingung erhöht, muss man fast sagen. Er hat sich auf die Schwingen geschwungen und ist auf den Ast geflattert. Und der inspiziert hier, was das da ist, was er da kriegt. So, stell dir nun die Frage. Was wird dir gereicht für eine Möglichkeit, wo du überlegst, was ist denn das jetzt? Ne? Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Das ist so dieses Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ne? Oder dieses, ich hab's geahnt. Ich habe mir schon genau gedacht, dass das so ist. Ja, ja, ja. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist jetzt das Top-Thema. Ziehen wir noch eine Rune drauf. Ich nehme die Mondrunen. So. Soll ich auch für eine Conny sagen, ich sage das jetzt ständig in Videos, also ich weiß ja nicht, ob ihr alle meine Videos schaut, ne? Jesus, hier wackelt der Tisch. Ich bin gut drauf, wie ihr merkt. Die noch auf den Runenbeutel warten, weil die waren ja ausverkauft, also aus dem Maus sozusagen, die Conny macht das jetzt die Tage fertig, also das kommt, also es ist alles im Werden. Wir haben halt echt sau viel zu tun, ich habe schon längst eine Rune in der Hand. Ja, wenn ihr wüsstet, die Conny und ich, gell, hier bei uns laufen hier echt die Träte heiß, ich kann es euch nur sagen. So, welche Runenkraft wirkt denn hier bei der Kelch 4 jetzt mit? Bei deinem Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ach ja,
haben wir doch die Bergkanarune, ne? Und da habe ich doch kürzlich erst gesagt, das ist die Rune, die dich zum Gerät macht, ne? Die Rune der Göttin. Du bist natürlich die Göttin. Versteht sich ja völlig von selbst. Du bist nämlich großartig und nicht kleinartig. Du weißt ja, das haben wir ja schon die ganze Zeit jetzt durchgekaut. Und ich bin total stolz auf alle, die hier echt am Meistern sind, ne? Also, wir haben hier nämlich wirklich von Karten her, sieht man wirklich die Entwicklung. So. Also, das ist die Rune, die dich zur Göttin macht. Die Berkana-Rune, und kommt hier zusammen mit einem Kelch reingereicht, ne? Das heißt, hier könnte dir ja ein Neuanfang gereicht werden, ne? Weil die Berkana, die steht ja für den neuen Frühling. Man könnte schon fast sagen, für Frühlingsgefühle. Die steht für eine neue Liebe. Die steht für neues Leben, was erblüht. Als Birke ist sie die Lichtbringerin. Die Birken, und ihr wisst es ja inzwischen, ich sage es ja oft genug, weil ständig haben wir diese Rune. Die Birke ist die erste, die die grünen Blätterchen hat. Ja, das ist die erste, die man sieht, die strahlt und leuchtet mit ihrem weißen, silbrig-weißen Stamm. Ne? Leuchtet die ja aus allen anderen Bäumen raus, die fällt auf. Und die ist so total schlank und ganz hoch. Und ja, dann kommt mir noch so rein und wir sind ja mittendrin, alles neu bringt der Mai. Wer weiß schon, was hier auf dich zukommt. Also bei mir kommt hier rein, dir wird eine Gelegenheit gereicht. Hier gibt es eine Gelegenheit. Hier gibt es die Gelegenheit, neu anzufangen. Die Gelegenheit, sich zu verlieben, was auch für die Singles interessant sein könnte. Oder du bist halt ganz einfach eine Göttin für jemanden. Das darf dir jetzt runtergehen wie Rapsöl, gell? So, warum eigentlich Rapsöl? Weil alles gelb ist draußen. So. Also, hier haben wir doch einen richtig guten Start. Ne? Einen richtig guten Start. Und es kann auch sich um etwas handeln, wo du vielleicht, weil wir sind ja auch bei der Kelch 4, schon überhaupt nicht mehr dran geglaubt hast, weil du gesagt hast, ne? Ja, wobei die Energie hier im Rabentarot wirklich anders ist. Also vielleicht passiert hier auch was ganz Mordsmäßiges, wo du echt schon überhaupt nicht mehr mit rechnest. Und etwas geht in den Neuanfang. Es gibt hier eine neue Möglichkeit und die wird dir gereicht. So, jetzt wollen wir erstmal wissen, was liegt denn hinter dir? Das ging aber flott. Der Stern. So, würde bedeuten, du bist zu deinem Stern gefolgt. Du hast dich führen lassen. Der Stern ist ja eine Karte, die ist total, also erstens total positiv und die sorgt für Klarheit. Und das ist ja auch immer so der Leitstern am Himmel. Und dann gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, am dunkelsten Himmel leuchten die schönsten Sterne. Bedeutet auch, es war vielleicht eine Vergangenheit um dich sehr dunkel. Du hast vielleicht auch eine schwere Zeit durchlaufen, durchwandert, durchpilgert. Und du hast aber gelernt, das Gute im Schlechten zu sehen. Weil du hast erkannt, dass du die Sterne nur funkeln siehst, wenn du im Dunkeln bist. Und diese Schönheit der Nacht, die kannst du nur dann erfahren, wenn du vielleicht ganz mit dir einsarm bist. Allein und zusammen. Alleinsein und Einsamkeit, das ist ja sprichwörtlich, also buchstäblich, ein himmelweiter Unterschied. Aber manchmal braucht man vielleicht auch dieses Einsamsein. Man ist mit sich selbst zusammen. Das ist natürlich dauerhaft zu einseitig, ne? Aber manchmal tut es der Seele gut. Und in dieser Einsamkeit oder in diesem Alleinsein, das Alleinsein schwingt aber leichter. Also in der Einsamkeit, da bist du so richtig an deinem tiefsten Punkt, ja, und machst so voll die Schotten dicht. Da kommt nichts rein und nichts raus. Im Alleinsein bist du einfach mit dir, aber offen. Das wird mir gerade durchgegeben. Und mir kommt hier schon so rein, dass in der Vergangenheit vielleicht zuerst die Einsamkeit bei dir liegt. Vielleicht auch das Gefühl, dass du verlassen bist, ne, und fühlst dich vielleicht auch einsam. Und du bist aber dann ins Alleinsein gekommen. Und im Alleinsein konntest du die Sterne am Himmel leuchten sehen. Und dann haben wir hier noch ein Vögelchen. Und es ist so ein Lebensmotto von mir, dieser wundervolle Spruch. Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Also um genau zu sein, heißt der vollständig, Glaube ist der Vogel, der um das Licht weiß.
und singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Also dieser Vogel weiß genau, es wird ein neuer Morgen kommen. Und der weiß um das Licht. Und er fängt sein Lied schon an, wenn die Sterne noch am Himmel stehen. Und das ist so eine schöne Erkenntnis. Und wir haben ja hier auch so einen Wasserfall. Und wir haben hier den Rabenvogel mit ausgebreiteten Flügeln. Das ist auch dieses Fließen lassen und annehmen. Und vielleicht auch, bei mir kommt auch rein Initiation. Als ob du in der Vergangenheit eine Einweihung erfahren hast. Es kann hier natürlich auch um Gefühle gehen. Es kann auch sein, dass du in der Vergangenheit zu einer höheren Erkenntnis gekommen bist. Auf jeden Fall bist du durch die Dunkelheit durch und die war gar nicht mehr so dunkel, weil die Sterne am Himmel waren. Und das sind ja lauter kleine Lichter. Und da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit existieren. Also bei mir kommt auch rein, dass du in der Vergangenheit unglaublich viel verstanden hast. Dinge, die du vielleicht letztes Jahr noch nicht so hättest sehen können. Also hier kommt auch so eine radikale Akzeptanz der Dinge rein und aber auch dieses Licht sehen. Du siehst das Licht wieder und du gehst deinen Weg weiter. Auch wenn die Reise noch durch die Nacht geht, du hörst schon den Gesang der Vögel und der Vogel weiß darum, dass der Tag beginnen wird. Und das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Der singt halt trotzdem. Der ist halt voll drin in seinem Gottvertrauen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Weg der Erkenntnis, der spielt auch jetzt eine Rolle für dich. Ne? So, welche Rune hast du in der Vergangenheit? Ich habe sie. Die Gebo. Du bist nämlich in der Vergangenheit zurück in deine Mitte gekommen. Egal, wie die Welt um dich herum ist, auch wenn es dunkel ist. Du hast dein Gleichgewicht gefunden, auch wenn es in der Nacht ist, auch wenn es in der Einsamkeit war oder im Alleinsein. Du hast dich zentriert, vielleicht auch gelernt, dich aufs Wesentliche zu beschränken. Also das ist was mir immer so schwer fällt, weil ich bin ja eine totale Schaffenskraftfrau, eine Schafferin. Ne? Und es fällt mir unglaublich schwer, mich aufs Wesentliche zu beschränken, weil ich mir dann denke, habe ich das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht. Also so ungefähr bin ich dann drauf und ich darf das auch mal lernen. Es gibt halt Tage, wo man lernen darf, sich aufs Wesentliche zu beschränken. Was ist wirklich wichtig? Zum Beispiel ist wichtig, dass alle gut versorgt sind, dass alle was zu essen haben, so tagsüber. Also einschließlich mir selbst, weil das vergesse ich dann auch gerne. Und dann gucke ich auf die, nee, ich habe ja keine Uhr. Ich gucke aufs Handy, wollte ich schon sagen. Gucke ich auf die Uhr, ich habe ja gar keine. Ich gucke dann auf mein Handy und stelle fest, oha, es ist ja schon. Ne? Und du hast ja noch nicht. Also quasi ist ja schon 14 Uhr und du hast noch nicht gegessen. So geht das bei mir manchmal. Ja, ich sag's euch. So. Jetzt geht es erstmal hier weiter. Jetzt kommt eine ganz wichtige Karte. Jetzt wird dir ja hier quasi der Kelch gereicht. Und ein Neuanfang, an den du vielleicht gar nicht mehr geglaubt hast, bei deinem Marsch durch die Nacht des Nächtens steht da tatsächlich in der Tür. Und du bist aber inzwischen so, dass du sagst, ja, ich erfreue mich an den Sternen. Ne? Und jetzt wird dir da plötzlich ein Kelch gereicht. Da schau her, potzblitz. Ne? Wie geht denn die Geschichte weiter? Heiland der Erdbewohner mit dem Ast der Schwerter. Ne? Das bedeutet, vor dir liegt die absolute Oberchance, etwas zu klären. Jetzt wird dir hier quasi der Kelch gereicht. Und in dem steckt das Ass, das sag ich dir. Jetzt liegt es nämlich an dir. Willst du wissen, was drin ist in dem Kelch? Möglicherweise ist da hier das Ass drin. Ne? Oder sagst du, nö, will ich nicht. Weil ich weiß jetzt, wie schön der Sternenhimmel ist. Und ich habe gelernt, der Dunkelheit zu vertrauen. Und ich gehe für mich alleine weiter. Diese Frage darfst du selbst beantworten. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja klaro, clarifari will ich wissen, was hier in dem Kelch ist. Ne? Unbedingt, her mit dem Kelch. Ich bin schon da hochgehüpft. Ich habe mich schon auf die Schwingen geschwungen. Ne?
schieb mal rüber das Ding hier, ne? Ha. Und dann liegt da hier voll die Chance zur Klärung drin. Das heißt, man könnte ja schon fast sagen, hier geht es ja möglicherweise um die Liebe oder um einen Neuanfang, für die, die jetzt halt auf die Liebe schauen. Aber ihr wisst ja, wie ist unser Motto? Das Jonandische Kollektiv glotzt auf die Liebe. Die meisten glotzen halt hier auf die Liebe, es ist halt so. Könnte ja hier vor dir eine Aussprache liegen. Ne? Also mit dem Ass der Schwerter, da ist auf jeden Fall eine Aussprache drin. Wenn du das willst, wenn du diesen Kelch hier tatsächlich haben willst. Da Frauen oder die weibliche Energie von Natur aus neugierig sind, würden wir es überhaupt nicht verkraften, zu verpassen, was da drin sein könnte. Ne? Und dann kommt hier die große Aussprache. Mit welcher Rune denn? Weil wir wissen ja noch nicht, wie die Aussprache weitergeht. Das kann ja für dich oder gegen dich oder für jemanden oder gegen jemanden ausfallen. Das kommt ja dann auf die Qualität der Aussprache auch drauf an. Ne? Was hat man sich denn zu sagen? Hat man sich denn überhaupt noch was zu sagen? Fragen über Fragen. So, mit welcher Runenkraft kommt denn hier das Ass daher? Ich hab's schon. Mit der Kenas, da schau her, die verfolgt uns. Also, zum einen ist hier eine Offenheit da, weil die Kenas öffnet sich, eine Öffnung geschieht. Die Kenas ist aber auch der Funke im Zunder. Ha. Zusammen mit der Berkana, ich habe euch ja eben schon gesagt, hört ihr es flirren und schwirren, die Schmetterlinge schmettern hier möglicherweise. Ne? Könnte man hier sagen, es funkt. Es könnte aber auch, weil wir hier ein Schwert haben, eine heftige Debatte geben. Ne? Also wenn jetzt beide ein Schwert in der Hand haben, dann haben wir dieses, ne, dass die Funken sprühen. Ja, hier so ein kleines Gefecht, ne? Vielleicht ein Wortgefecht, Schlagabtausch. Also es gibt ja Menschen, mit denen kannst du halt so einen richtig coolen Schlagabtausch auch machen. Ne? Es ist dann auch immer schwierig, gegen eine Frau anzutreten. Ne? Die hat meistens das letzte Wort. Ja, ne? Yeah. Das ist nun mal so. Das ist also, da musst du als Mann schon kerngesund sein, um dir das also dann wirklich... wir wollen sie jetzt hier nicht verscheuchen, gell? Das wollen wir ja nicht, um Gottes Willen. Also, wir haben mit der Kenas, zurück zum Thema hier, aber auch Spiegelungen und Projektionen. Das bedeutet, das, was es hier zu klären gibt oder was man sich hier zu sagen hat, das wollte der andere vielleicht auch schon längst sagen oder beide fühlen es, beide wollen es aussprechen. Es geht beiden so. Und vielleicht steht ein Thema im Raum, was war das jetzt? Ha, jetzt passt auf. Hat sich das doch geerdet, guck mal. Das ist jetzt das Ass der Schwerter, das hat sich direkt auf mich gerichtet. Was hat mir das jetzt zu sagen? Also ich stehe ja hier fürs Kollektiv. Ne? Ich stehe ja hier für die ganze Bande. Passt mal auf. Ihr werdet herausgefordert. Das ist ja wie ein Duell. Nee, wie heißt denn das? Wenn sich dann zwei so fechten. Ein Gefecht. Aber hier gibt es was auszutragen und beide haben das Thema auf dem Schirm. Das projiziert sich nämlich hin und her. Das ist eine Spiegelung. Oder es geht darum, dass hier ausdiskutiert wird, was du in deinem Gegenüber wahrnimmst und wie er die Situation sieht. Und wenn eine Spiegelung geschieht, ne, dann kann es ja sein, dass man das, was man selber so denkt, auf den anderen umlegt und man geht davon aus, der muss das ja jetzt so und so sehen. Dabei blickt der ganz anders drauf. Ne? Also bei Projektionen, da darf man immer erkennen, wo stülp ich denn meinem Gegenüber etwas über oder wo bekomme ich was übergestülpt, was gar nicht ich bin. Weil in einem Spiegel siehst du immer nur dich selbst. Und das ist ja hier unser großes, großes Thema. Ne? Wenn ein Spiegel zwischen dir und einer anderen Person steht, dann kannst du sie nicht sehen, weil du siehst dich. Und deswegen ist es auch immer schwierig, ne, so wenn es um Schutz geht, der ja ohnehin aus dir selbst rauskommen muss. Ne? Ein Schutz, wenn du, wenn es darum geht, wie kann ich mich schützen aus deiner Kraft, aus deiner Mitte? Wo ist deine Mitte? Find's raus für dich. Ja? Ein Mensch ist ein Individuum. Der eine hat die Mitte im Oberbauch, Solarplexus. Ja? Der andere hat die Mitte im Herzen. Wo ist die Mitte? Ne? Da könnte ich jetzt lang mit euch drüber rumdebattieren. Wo ist überhaupt die Mitte?
Vielleicht ist deine Mitte ja auch ganz woanders. Die hast du vielleicht, keine Ahnung, deine Mitte ist vielleicht auf deiner rechten Schulter irgendwie, ne? Also die Kraft muss aus deiner Mitte kommen. Und dann gibt es ja verschiedene Techniken, sich mit Spiegeln zu schützen. So, das funktioniert natürlich erst rein, aber das Gegenüber wird völlig ein anderes Bild von dir haben, wie du tatsächlich bist, weil er immer nur sich selbst sieht. Und ob das so positiv ist, das weiß man nicht. Der sieht seine eigenen Schatten und das ist aber ein energetischer Spiegel. Der denkt dann, du warst's, ne? Du hast gemacht, du hast getan und gemacht und du bist schuld an irgendetwas. Dabei sieht er sich selbst, weil du hast gedacht, du machst es jetzt ganz schlau und schützt dich mit einem Spiegel. Und natürlich, zack, bumm, hier wird zurückgeworfen, ne? Fällt auf den Aussender zurück. Klar, funktioniert, aber er sieht immer nur sich selbst. Dein wahres Sein erkennt er nicht. Ja, und deswegen ist es grundsätzlich gut, wenn so ein Spiegel rausgenommen wird. Oder deswegen macht es für mich auch keinen Sinn, wenn man sagt, ein Spiegel zerbricht 7 Jahre Unglück. Ich sehe es eher so als Befreiung. Juhu, endlich geht hier die Projektion raus. Oder die Spiegelung. Also endlich kann man hier wieder durchblicken. Ne? Endlich ist die Sicht wieder frei. Und dann erkennst du, das bitte, das sind ja hier alles die ganze Zeit meine Themen gewesen. Ne? Also das ist hier schon eine heiße Sache. Also mit diesem Klärungsschwert, ne, mit diesem Schwert Ass und mit der Kenas, Junge, Junge, Junge. Ne? Also das klingt schon so nach einer Herausforderung. Und dass hier echt mal geklärt werden muss, wer hier was, wann, wie, wo. Ne? Und man hätte es vielleicht ganz anders gedacht, weil wir Menschen neigen ja auch dazu, unglaublich viele Dinge rein zu interpretieren. Da bin ich wieder bei uns Frauen. Ne? Also es ist ja so, dass ja Männer grundsätzlich, also schreib mal mit einem Mann. Ne? Die Frau macht so eine Tapete als WhatsApp, so eine ganz lange Tapete. Ne? Und als zurückkommt, ich habe es ja hier, glaube ich, am Donnerstag erwähnt, klar, ne? Oder okay. Oder Daumen hoch. Wobei das ist schon eine große Leistung, weil dann muss man ja ein Emoji raussuchen. Ne? Und wenn da jetzt nur so ein Wort kommt oder zwei, da kann eine Frau eine ganz große Geschichte draus machen, was das zu bedeuten hat. Mit mindestens 13 Varianten und 4832 Untervarianten pro Variante. Also wenn eine Frau am Rumhirn ist, ich plaudere hier viel zu viel aus dem Nähkästchen. Ja, ihr merkt, ich bin total menschlich, total menschlich. Nee, aber deswegen kann ich es ja immer so gut verstehen. So, jetzt wollen wir hier erstmal gucken, was ist denn hier überhaupt deine Schwäche? So, hier wird geklärt. Jetzt mit dem Kelch kommt die Chance auf Klärung. Deine Reise durch die Nacht unter dem freien Sternenhimmel wird je unterbrochen durch einen neuen Kelch. Also das ist ja wohl, das ist ja schon mal eine Botschaft, ne? So, wir müssen mal wieder in die Tiefe gehen. Das machen wir doch zu gern. Was will denn hier unser Fisch fallen? Deine Schwäche. Der Ritter der Münzen, das ist deine Schwäche. Ja, das ist ja eigentlich eine sehr gute Karte. Ne? Der Ritter der Münzen, der ist ja mega vertrauenswürdig, auf den kann man sich verlassen, der ist stabil und standfest. Und da es in deiner Schwäche liegt, würde ich schon mal fast so sagen, dass du dazu neigst, die Erdung zu verlieren, den Halt zu verlieren, in die Haltlosigkeit zu gehen, weil er liegt ja auf deiner Schwäche drauf. Ne? Was macht es mit dir, wenn dir auf einmal der Teppich weggezogen wird? Fängst du dich dann wieder und erinnerst dich dran, ein Pferd hat ja 4 Beine. Interessanterweise sieht man hier auch nur 2. Ne? Oder bist du dann wie ein Pferd auf Rollschuhen? Ne? Deine Schwäche ist, dass du vielleicht auch in dem Moment, wo du denkst, jetzt bin ich total stabil und bodenständig, dann passiert irgend so eine Kleinigkeit. Und das nimmt dir diesen Boden dann auch gleich wieder. Das heißt, diese Standfestigkeit, die eigentlich den Ritter der Münzen ausmacht, die kannst du gut fühlen, wenn gerade nichts anliegt. Ne? Wenn dein Leben gerade ganz normal läuft, dann bist du auch stabil. Aber sobald was kommt, ne, und einer macht so buh, dann kann dich das schon aus der Bahn werfen. Dass du da
von der Stabilität in die Labilität kommst und dann bist du ganz aufgebauscht und ganz hochgeschreckt, ja, wie so ein aufgescheuchtes Huhn halt, ne? Ja, also das könnte so deine Schwäche sein, dass so eine Kleinigkeit ganz viel mit dir machen kann. Wenn die natürlich von einem Gegenüber kommt, also folgendes Beispiel, ich mache mal ein weltliches Beispiel. Es ist Funkstille. Ne? Du hast gelernt, durch die Nacht zu laufen und die Sterne zu sehen. In dem Moment fühlst du dich sicher, weil du hast jetzt erkannt, die Dunkelheit ist überhaupt nicht schlimm, die ist total schön. Und wenn es nicht dunkel wäre, würde ich all die schönen Sterne gar nicht sehen. Und außerdem zwitschert hier schon die Frau Nachtigall, ne? Die ich da oben schon trapsen höre. Hier zwitschert es schon, das heißt, der neue Morgen, der ist auch überhaupt nicht weit, der Vogel weiß das. Sonst würde er sein Lied nicht singen. Und du bist in dem Moment total stabil. Es ist seit längerer Zeit irgendwie Kontaktabbruch. Du hast hier von deinem Gegenüber schon länger nicht mehr gehört. Und du kommst gerade richtig gut klar mit der Situation. So. Läufst du schön durch die Nacht, ja, und dann hast du dann zwischendurch mal so dein Handy in der Hand, ne? Weil man muss ja zwischendurch mal gucken, also man kann es ja nicht lassen. Und dann passiert Folgendes, er hat einen Beitrag geliked. Das ist Mutter Anna. Und schon hat er das stabile Pferdchen Rollschuhe, ne? Ja, es ist Mutter Anna. Ein Like. Sofort muss die beste Freundin angefunkt werden. Stell dir vor, der Ziggy hat geliked. Oder hat dies und das und jenes gemacht. Also so eine Kleinigkeit kann dir dann den Boden nehmen. Das ist jetzt natürlich ein harmloses Beispiel. Es ist ein Beispiel, wo man halt jetzt mal drüber schmunzeln kann. Gell? Es gibt auch andere Beispiele, aber mir fällt gerade jetzt keins mehr ein. So, welche Runenkraft schwächt dich? Ich hab's. Die Wunjo. Ja, die Wunjo, wenn die dich schwächt, ne, dann verlierst du ganz schnell den Glauben an das Gute. Weil die Wunjo sagt ja, alles ist gut, es geht gut aus, vor allen Dingen, es braucht nicht gut ausgehen, es ist ja gut so, wie es ist. Ne? Das Universum irrt sich ja nicht. Das Universum ist wirklich total perfekt. Das kann sich nicht irren. Und die Wunjo, die bestärkt das ja. Es liegt dir aber auf deiner Schwäche. Und bei mir kommt rein, dass du ganz schnell, dass du eigentlich total an das Gute glaubst. Aber bei der kleinsten Kleinigkeit verlierst du den Halt und die Hoffnung, ne? Weil die Wunjo ist ja auch die Rune der Hoffnung und bist dann so vielleicht auch total enttäuscht vom Leben. Das könnte deine Schwäche sein. Also du bist dann einfach in deiner Stabilität und in deinem Glauben, dass alles gut ist, nicht standfest. Da darf dran gearbeitet werden. Aber jetzt schauen wir uns mal deine Stärke an. Was macht dich denn unglaublich stark? Wo liegt deine Stärke? Das kann auch bedeuten, diese Stärke darfst du entwickeln. Ha, das wollt ihr gar nicht wissen. Der König der Kelche. Was wollen wir da jetzt mit anfangen? Also, das legen wir jetzt auf deine Person um. Ne? Also das ist das Feuer des Wassers. Die Liebe macht dich stark. Und zwar die männliche Kraft der Liebe. Natürlich kann das auch jemand sein, der dir immer wieder Kraft gibt. Aber da muss man vorsichtig sein. Wo bin ich denn da in der Bedürftigkeit? Wo bin ich in der Abhängigkeit, dass ich, wenn das jetzt ein anderer Mensch ist, dass ich ihn brauche, um stark zu sein? Ne? Wenn das kein anderer Mensch ist, dann ist das deine männliche Energie in der Liebe. Ne? Also der Mensch liebt. Männer lieben, Frauen lieben. So, und jetzt sind ja in Mann und Frau immer männliche und weibliche Anteile. Ne? Das haben wir ja eben schon irgendwie gesagt. Ich glaube, ich habe es heute schon mal erwähnt. In jedem Mann steckt eine Frau und in jeder Frau steckt ein Mann. So, und wenn du jetzt als Frau zuschaust, dann stärkt dich aber die männliche Energie der Liebe. Das kann also auch eine Kraft sein, die aus dir herauskommt. Deine männliche Liebe. Jetzt gilt es zu klären, wie ist denn die männliche Liebe? Also ich habe jetzt schon so auf der Zunge zu sagen, dass Männer anders lieben. Ohne zu behaupten, dass das besser oder schlechter ist oder weniger wert. Nee, halt einfach nur anders. Ich bin davon überzeugt, dass Männer anders mit der Liebe umgehen. Die sind vielleicht tatsächlich ein bisschen cooler.
Es sei denn, sie sind sehr in ihrer weiblichen Energie. Ne? Auch solche Männer gibt es natürlich, aber grundsätzlich, man merkt es ja am Austausch. Ne? Eine Frau, die hat ja immer ein Wahnsinnsbedürfnis, sich mitzuteilen, während ein Mann auf den Punkt kommt. So. Und das ist deine Stärke vielleicht auch. Also ich finde, eine männliche Energie, die neigt nicht so zum Drama. Also man könnte sagen, du bist hier total gefühlsbetont, du fühlst unglaublich viel und dann kann irgendwas passieren in deinem Leben, was dir den Glauben und die Hoffnung nimmt. Das kann ganz schnell gehen. Du warst eben noch total stabil und total safe und gut aufgestellt und dann passiert so eine Kleinigkeit. Vielleicht hat auch ein Regenwurm gehustet und schon bist du völlig von der Rolle. Ne? Hast Rollschuhe an als Pferd. Ah, da, 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 da. Aber das Gute ist, du kommst dann wieder in deine Kraft, weil du machst dann kein Drama draus. Also bei mir kommt hier auch rein, du fängst dich dann wieder. Aber erst einmal hast du die schöne Teppich weggezogen. Ne? Aber du fängst dich dann wieder. Das heißt, du bist in deiner männlichen Liebesenergie. Du gehst damit um wie ein Mann. Ja, aber da müssen wir ja mal ganz schnell weg. Da gibt es ja diesen ganz fürchterlichen Glaubenssatz, den ja viele Männer, zumindest die Männer der älteren Zeit, regelrecht implantiert bekommen haben, nämlich diesen Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Und das ist natürlich krass. Das ist natürlich mit dieser Karte nicht gemeint, sondern eher das Simple. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz, verbietet ja einem Jungen oder einem kleinen Jungen schon, er fängt es ja schon an, zu weinen, wenn er hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Ne? Ach, ein Indianer kennt keinen Schmerz, er wird nicht geweint. Um Gottes Willen. Ne? Also als fühlende Wesen muss ganz einfach jeder alles fühlen dürfen. Also diese männliche Energie mit alten Glaubenssätzen und Programmierungen, ne, so haben wir es vielleicht noch mal besser auf den Punkt gebracht, die meine ich natürlich nicht als deine Stärke, sondern die Schlichtheit. Das männlich Schlichte, ne? Halt nicht in ein Drama zu entgleisen, wie es zum Beispiel die Königin der Kelche kann. Ne? Das Wasser des Wassers ist halt dann auch nah am Wasser und kann dann wirklich zur Drama Queen werden. Und deine Stärke ist es aber, auch wenn es dich hier schnell vom Schlitten haut, ne? Mit so einem kleinen Bu, ne? War gar nicht viel passiert, jetzt Mutter Anna und zack, bumm, ne? Du fängst dich dann wieder. Und es gelingt dir dann, diese extremen Gefühle, die da gerade hochkommen und Emotionen wieder auf ein Minimum zu reduzieren. So habe ich es ganz schlau gesagt. Ja, so lass es mal stehen. Welche Rune stärkt dich? Ich habe sie. Die Ansus. Du kommst nämlich dann ins Gottvertrauen zurück. Ne? Also du kannst ganz schnell die Hoffnung verlieren. Und dann bist du aber auch so, du wischst dir die Tränen aus dem Gesicht und kommst wieder ins Gottvertrauen zurück. Ganz schlicht und ergreifend. Ne? Mit der Rune Ansus gelingt dir das. Außerdem steht die auch für Kommunikation, Austausch durch Sprache. Du bist dann vielleicht auch jemand, deine Stärke ist es, über die Dinge zu reden. Dass du dann auch wirklich sagst, hier, ich muss da jetzt nochmal drüber reden. Also ich bin auch so ein Mensch. Ich will dann nochmal drüber reden. Kompliziert wird es dann, wenn jemand keinen Bock hat, mit mir drüber zu reden. Ne? Also da habe ich dann das Gefühl, es muss jetzt irgendwie raus und ja, das ist dann so ein Tja. Ne? Tja, machen wir jetzt hier mal einen Punkt, aber dann stehe ich da mit meinem Punkt. Ne? Und eigentlich hätte ich so viel zu sagen. Also, ne? Also ihr merkt, auch das Yonanda ist total menschlich. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Ne? Muss ja auch mal raus. So, jetzt kommen erstmal hier, achso, ne, die dahin, die Hindernisse auf deinem Weg. Die Hindernisse auf deinem Weg. Die Ansus zeigt aber auch, dass du ein Mensch bist, mit dem man immer reden kann. Das ist ja deine Stärke. Also wenn jemand bei dir das Gespräch sucht, bist du grundsätzlich offen fürs Gespräch. Das soll auch nochmal dazu gesagt sein. So, die Stolpersteine. Guck mal hier, voll perfekt, gell? War so geplant. Die Königin der Münzen. Ja, da würde ich jetzt mal ganz, ganz klar sagen, du stehst dir manchmal gerne selbst im Weg.
Das kommt auch. Also du verkörperst hier so einiges, ne? Also du bist schon jemand, mit dem man super gut reden kann, der auch immer offen ist und dich kannst aber auch total vom Schlitten hauen und dann zweifelst du alles an, ne? Das Leben, die Liebe und überhaupt alles. Und das ist hier alles wie so ein Übergangsding. Manchmal stehst du dir gerne selbst im Weg. Ne? Also als Königin der Münzen tue ich immer ganz gern uns selbst bezeichnen. Es ist ja eine weibliche Energie, gilt jetzt auch für dich, wenn du männlich bist. Sie ist nämlich das Wasser der Erde und das ist Fruchtbarkeit. Und die Königin der Münzen, die herrscht in ihrem Königreich. Und manchmal ist sie da vielleicht ein bisschen zu überkantitelt. Ne? Alles muss hier an seinem Platz sein. Das ist wie bei Hausmeister Krause, Ordnung muss sein. Ne? Und die kann dann vielleicht ein bisschen pedantisch werden. Wenn dann etwas nicht so läuft, wie sie sich das gedacht hat, dann ist sie vielleicht gar nicht mehr so königlich, ne? Sondern dann kann sie vielleicht auch so ein bisschen bockig sein. Aber ich meine, gut, das liegt halt auch in der Natur der Frau. Das darf man auch mal sein. Ne? Ja, oder eben eine andere weibliche Person steht dir halt im Weg rum. Ne? Da fällt mir gerade ein, wir haben doch den Klee erörtert und da kam ich doch auf den heiligen Patrick. Ich wusste aber nicht mehr genau, welche Bedeutung der hat. Ich wusste nur, er hat was mit Irland zu tun und mit Klee. Haltet euch fest. Also ihr werdet schon wissen, die Kommentare lesen, die werden sich schon weggehauen haben. Der heilige Patrick hat Irland von der Schlangenplage befreit. Ironie aus. Ja, ich wollte es ja nur mal so gesagt haben, gell? Das ist unser Mann, den brauchen wir. Der kriegt hier im Rudel eine Festanstellung. So, also vielleicht ist ja auch die Königin der Münzen eine andere Frau. Oder eben eine andere Energie, die dir in die Parade grätscht. Ne? Das würde aber auch eine Energie sein, die immer wieder da ist. Ne? Ich habe eigentlich eher das Gefühl, das bist du selbst. Das bist du selbst. Weil wir schaffen uns ja auch unsere Energien selbst. Und die können sich auch gegen uns auflehnen. Man nennt sie Elementale. Habe ich am Wochenende erst drüber gesprochen. Ein Elemental kommt durch dein Gedankengut in die Welt. Und es ist ganz klein und harmlos. Und ein Elemental geht auch nie mehr weg. Du kannst es nur größer und kleiner werden lassen. Und wenn du zum Beispiel ein negatives Elemental schaffst, durch einen negativen Gedanken ist das sofort da. Bing, ist es da. Und es wird gefüttert und genährt durch schlechte Laune, noch mehr Negativität und noch mehr Negativität und hin und her. Und in dem Moment, wo du eins nährst, schaffst du schon wieder ein neues. Also es sind unglaublich viele Elementale, die da geschaffen werden. So. Und wenn du grundsätzlich ein Mensch bist, der dazu neigt, eher pessimistisch zu sein, fütterst du ordentlich deine negativ erschaffenen Elementale. Die können sich richtig schön satt fressen. Und was machen die? Irgendwann sind die so groß und richten sich gegen dich selbst. Du hast dann zum Beispiel im Leben das Gefühl, bei dir klappt eh nie was. Egal, was du anpackst, es geht schief. In dem Moment schaffst du schon wieder die nächsten Elementale, die du gleichzeitig fütterst und alle anderen, die du schon geschaffen hast. Und da trifft dann dieser Spruch zu, das Leben ist ein Echo. Ne? Und das kann das auch sein, du stehst dir gerne selbst im Weg. Hast dir deine Hindernisse selbst erschaffen. So, du kannst aber auch positive Elementale schaffen. Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben, schaffen ganz viele positive Elementale. Und durch noch mehr Positivität werden die, die schon da sind, gefüttert und neue erschaffen. Und da kommt dann ganz viel Licht. Und auch die lichten Elementale werden größer und größer. Und die fallen natürlich auch auf dich zurück. Und solche Menschen, die werden dann so als Glücksritter bezeichnet oder so. Na, also was die anfassen, wird zu Gold. Und zu unserer Menschlichkeit gehört es aber, beides zu erschaffen. Man sollte halt nur aufpassen, dass man nicht ständig Negativelementale schafft. Ne? Weil die können einen dann sich selbst im Weg stellen. Weil das sind alles deine eigenen Anteile. Ne? Kleiner Ausflug in die Sachlage. Welche Rune steht hier im Weg? Ich habe sie. Fast waren es zwei. Es sollte aber doch nur eine sein. Die Lagos. Weil du stehst mit deinen Gefühlen im Weg. So, die Münzkönigin. Die ist zwar so eine tüchtige Frau, die auch sehr geerdet ist.
Aber die hat halt auch tiefe, tiefe Gefühle. Und es steht dir auch im Weg, dass das manchmal verkannt wird. Weil du vielleicht jemand bist, von dem gesagt wird, die schafft das schon. Oder der geht es schon gut, die kommt schon gut klar im Leben. Und dabei bist du fühlend. Also es kommt bei mir hier auch rein, auf einige kann auch zutreffen. Es steht dir im Weg, dass du oft übersehen wirst in dem, was du fühlst. Dass hier dein wahres Wesen verkannt wird. Es kann aber auch sein, dass die Gefühle der Bockigkeit dir im Weg stehen. Du bist dann in so einer Bockigkeit drin, in so einer Totalverweigerung. Oder in so einem, wenn dann eine Frau nur noch so macht. Ne? Das ist auch dass du dann ganz einfach dich auch nicht mehr erweichen lässt. Ne? Und die Situation könnte längst geklärt sein, ne? Wenn du halt nicht in so einem, ja, in so einer ablehnenden Haltung halt drin wärst. Tja, haben wir da auch mal drüber gesprochen. Jetzt wird es aber wichtig, Dinge, die dir helfen. Dinge, die dir helfen. So. Das ist die jetzt aber. Wo ist denn hin? Ab ins Körbchen. Oh, die Königin der Kelche hilft dir. Ja, da fließen die Gefühle wieder. Ne? Also wenn jetzt hier die Gefühle im Weg stehen mit der Königin der Münzen, die sich vielleicht auch verkannt fühlt oder übersehen oder nicht gewertschätzt in ihrem ganzen Tun und wie sie ihr Königreich bestellt und die dann halt auch mal bockig ist, wenn es dann halt nicht so läuft, wie sie sich das denkt. Die andere Königin jetzt, hier die Königin der Kelche. Das Wasser des Wassers, die hilft dir weiter. Ne? Also vielleicht auch ganz einfach die Tatsache, dass du dir deine Gefühle zugestehst und die halt auch mal schön raushaust. Ne? Also die Königin der Münzen ist ja eher so jemand, die sagt dann halt nichts. Die behält ihre Gefühle für sich. Ne? Und die Königin der Kelche, der würde niemals einfallen, ihre Gefühle für sich zu behalten. Na, da gibt es dann hier richtig Wasser auf den Mühlen. Und also die Königin der Kelche hilft dir weiter, indem sie sagt: Ey, bist du jetzt hier ein Biber geworden oder was? Dann hast du hier so einen Staudamm gebaut. Den reißen wir mal nieder. Ne? Dann machen wir mal ganz viel Wasser drauf. Und dann bist du aber wie befreit, wenn du wieder ins Fließen kommst. Wenn du wieder fließen kannst. Im Endeffekt wollen wir ja fließen. Wir sind zu 75 roundabout Prozent Wasser. Wir sind Wasser. Wir sind Wasserwesen. Wir wollen fließen. Wir wollen im Fluss bleiben. Und so ein Biberstaudamm schafft eine Blockade. Der hält das Wasser auf. Dann können wir nicht fließen. Wir wollen aber fließen. Wasser muss sich bewegen. Wenn es sich nicht bewegen kann, fängt es an und stinkt. So, dann gibt es so einen stinkigen Tümpel und dann riecht das so vom Modort. Bäh. Deswegen heißt es ja auch, stille Wasser sind tief und dreckig. So, Rune. Welche Rune hilft dir weiter? Die Daggers, ja, jawohl, locker machen, fließen lassen. Es ist doch genial. Also die Runen und die Karten, die haben echt Verträge, die mögen sich. Fließen lassen, deine Gefühle fließen lassen, keine Gefühle zurückhalten. Hier werden die Gefühle zurückgehalten. So. Und hier fließen die Gefühle, egal wie, wohlgemerkt. Ne? Das muss hier vielleicht mal geklärt werden. Ne? Jetzt sind wir wieder hier bei dem, was vor dir liegt, die Chance, etwas zu klären. Wo hast du denn Gefühle zurückgehalten? Wo hat denn hier dein Gegenüber, ne, der hier was mit dir zu klären hat, der dir hier wahrscheinlich aus dem Nichts einen Kelch reicht? Du bist natürlich viel zu neugierig, als den stehen zu lassen, ne? Weil hier fliegt ja die Berkana, die Göttin fliegt ja hier einmal durchs Bild, die rät. Ne? Du hast hier vielleicht lange zurückgehalten, was du fühlst. Ja, weil sich hier einer immer wieder rausgezogen hat. Und hat sie vielleicht auch an nichts mehr geglaubt und hast dich schon an die Dunkelheit gewöhnt und hast dich an den Sternen erfreut, ne, die da vom Himmel glitzern. So. Und jetzt sollst du es rauslassen. Also im Endeffekt sagt dir hier die Kartenlegung auch, wenn es hier zu einer Klärung kommt, halt bloß nicht zurück. Ne? Halt jetzt bloß nicht zurück. Und sag, was du fühlst und was du zu sagen hast. Ja. Weil du bist ein Wasserwesen, du willst fließen. Ne? Hier wird nichts gebremst. So. Tendenz, wo führt denn dann die ganze Reise hin? Ne? Das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte. Das ist einfach nur der nächste Schritt. Die Geschichte ist nie zu Ende. In allgemeinen Kartenlegungen geht es immer weiter.
Und entweder man ist da irgendwann durchgeliebt und durchgefühlt und durchgedebattiert und steigt aus und man guckt keine Kartenlegungen mehr, aber die Reise geht ja auch weiter ohne die, also ja ohne die Ausgestiegenen, ne? Weil andere sind ja noch nicht ausgestiegen. Also das heißt, das ist ja sehr der letzte Feenring, den wir legen. Ne? Es geht also weiter, das ist jetzt nur die weitere Tendenz. Geht es denn dann so weiter, wenn hier schwer geklärt wird und geflossen wird? Oh, leidenschaftlich. Das macht was. Also ich sag's mal so. Wenn hier, im wahrsten Sinne des Wortes, die Karten auf den Tisch kommen, dann lodert hier ein Feuerchen. Ich würde mal sagen, hier findet dich jemand richtig scharf. Also hier geht es leidenschaftlich weiter. Also das kann natürlich ein leidenschaftlicher Austausch sein. Jetzt, also wir fangen mal mit denen an, die nicht auf die Liebe schauen. Die nicht auf die Liebe schauen, die schauen auch vielleicht auf eine total alltägliche Situation. Dann könnte das bedeuten, durch die Diskussion, die hier ansteht und diesen kleinen Schlagabtausch, wird Öl ins Feuer gegossen. Ne? Ja, und für die auf die Liebe klotzen, gell? Neuanfragen, Verliebtheit und so, sage ich nur. Und da tut sich ja jetzt was auf, was man ja gar nicht mehr gedacht hätte. Im ganzen Leben nämlich nicht. Und hier musst du aufpassen, gell, dass dich nicht umreißt. Wenn dann so ein Zeichen kommt und du bist dann völlig von der Rolle. Aber du fängst dich ja dann wieder, haben wir ja gelernt, weil du gehst ja dann deine männliche Liebeskraft und machst das mal ein bisschen cool, ne? Und dann kommt hier das große Gespräch, in dem du alles rauslässt, fließen lässt. Das ist dann hier dein Gefuchtel. Ne? Als Frau hast du ja dann das letzte Wort. Und das Ganze knistert ganz gewaltig. Ja. Man könnte fast sagen, es heizt eure Verbindung nochmal so richtig an. Ich würde schon sagen, da kommt bei denen, die auf die Liebe schauen, ziemlich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch. Ein Wortgefecht. Was unter Umständen in der Kiste enden könnte. Ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Welche Rune rutscht zwischen die Laken? Noch mehr Feuer. Ha. Lego Mio, da geht was ab, ich sag's euch. Die Fehu, Feuer. Ja, es geht heiß her. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Feenring nennen soll. Ich mache jetzt hier Schluss. Seht zu, dass ich euch die Legung noch hochlade, damit ihr noch was zu gucken habt. Und ihr könnt euch euren eigenen Reim draus machen. Die untere Karte wollen wir noch lösen. Ach jo. Die 9 der Kelche. Was will man mehr? Ne? Mehr Gefühle geht nicht. Das ist die Fülle an Gefühl. Guck mal, in jedem Kelch was drin. Kriege ich direkt Hunger. Hier sind alle Kelche voll. Die 9 ist die Vollendung. Bei den Kelchen geht es um die Liebe. Und hier sind ganz tiefe Gefühle im Spiel. Vermutlich, ich wollte gerade sagen, mutlicherweise, ich hau mich weg, mutlicherweise auf beiden Seiten. Hier ist es Mutter Anna, es wird Schluss, dass ich Zeit mache. Ja, also ich bin dann mal weg, ich freue mich über eure lieben Kommentare, freue mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ja, das war es erstmal für jetzt. Ich mache jetzt noch eine Legung. Ich will jetzt wissen, ich sage euch, was noch kommt. Die Gefühle deines Gegenübers. Was geht ab mit dem Kelchreicher? Also bis dahin. Also für die natürlich, die auf die Liebe schauen. Alle anderen, ja, hier geht's heiß her. Feuer frei. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yolanda TV.